Willkommen zurück beim Finale von Choo-Choo Charles. Wir werden heute versuchen, das Game zu beenden. Uns fehlt nicht mehr viel. Wir müssen nur noch in die Mine bzw. das Grab und können dann zum Tempel hin und Charles herbeirufen. Mittlerweile ist mir auch aufgefallen, warum diese Map so laggt. Es liegt daran, dass die ganze Map auf der Karte hier gerendert ist. Wie man hier sehen kann beim näheren Ranzoomen. Deswegen dürfte ich hier auch ein Pfeifen hören, weil hier scheinbar jemand patrouilliert. Witzigerweise. Wir werden auf jeden Fall jetzt die blaue Kiste holen. Und wenn Charles kommt und uns frisst, dann soll es so sein. Wir fahren auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter nach vorne hier. Ja, ungefähr bis vors Haus. Halt noch mal kurz Ausschau. Wir sehen nirgends Charles. Okay. So. Blaue Kiste. Mehr wird hier nicht sein. Okay, läuft scheinbar doch jemand. Der hat mich gesehen. Ja, okay. Dann hätten wir das auch geklärt. Also wenn es der einzige ist. Okay, wie schnell ist der? Stopp. Ah. Ist der Typ jetzt wieder gegangen? Der Sack. Ich gehe einfach von oben hin. Was will er machen? Hallo? Okay, die Kiste ist... Ich denke mal in einen der... Okay, komm zu mir hoch, haha. Ja, ich bin fast. Ausgetribbelt habe ich dich. Aua! Ja, ich habe die Kiste. Ja, schieß mich ab. Ich habe ihn mies ausgedribbelt. Er ist immer noch hinter mir. Oh Gott! Oh mein Gott! Alter! Ja. Tschüss! So. Ab zurück. Ja. Yeah. So, Theodor, wir haben die blaue Kiste. That's the exact box I needed. Yeah. Now take these scraps and skedaddle. Skedaddle. Perfekt. Schrott. 84. Das ist doch mal eine Hausnummer. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg. Wie kommen wir da am besten hin? Das ist ganz schön kacke. Wir müssen ja sauweit fahren. Ist ja keiner nervig. Na, ja, dann würde ich sagen, fahren wir einmal komplett außen rum. Maybe könnten wir auch hier hinfahren und dann rückwärts. Wir probieren das mal. Und graden in der Zeit ein bisschen was ab. Ich würde einfach mal sagen, Tempo und Panzerung. Rein theoretisch kann ich, komm, wir machen die Panzerung auf Max. Zack. Damit hat der Zug einfach Hörner bekommen. Ist das nicht cool? Hier ist der Charles-Tempel, ne? Wild. Ja, da ist sogar schon den Pfeifen. Ey, wait. Wir können den bereits abholen, den Typen. Wo hab ich denn den hingeschossen? Naja. Ach Gott, ich hätte da hinten irgendwen gesehen. Naja. So, das heißt, wir fahren jetzt rückwärts und hoffen einfach, dass wir maybe andere Abzweigung nehmen. Tatsächlich. Okay, nice. Wir fahren actually... Ja gut, passt. Derzeit können wir noch ein bisschen auf den Tempel schießen. Vielleicht erwischen wir ja irgendwen, der dann später kein Problem mehr ist. Ja gut.
Okay, wir fahren hier lang tatsächlich. Scheinbar scheint der Eingang hier oben zu sein. Ich also hier zur Seite rausgehe. Soll das hier der Eingang sein? Oder ist der Eingang eher hier unten? Nein, sieht schon so aus, als wäre da der Eingang. Okay. Wenn da hinten Charles ist, dann sollten wir vielleicht nicht aussteigen. Aber wir wissen auf jeden Fall, wir können hier durch Rückwärtsfahren langkommen. Wo genau ist er denn? Oder können wir durch Rückwärtsfahren zu ihm kommen, maybe? Den Shot nehmen wir uns. Ja, wo ist er denn, der Kack-Charles? Ich würde ihn gerne noch einmal weghauen, bevor wir... Ja, okay, er ist in uns. Okay, weg mit ihm. Ja. Frisst das. Und jetzt frisst ein bisschen Feuer wieder. Und wir machen deinen Weg ein bisschen langsam. Frisst das. Ja. Bam. So, zisch ab. Okay, perfekt. So. Zug wird ein bisschen repariert. Und wir gehen jetzt dorthin. Let's go. So. Hallo. Ich sehe es schon wieder kommen, ich muss wieder 40 Millionen Leute rausziehen. Ich weiß gar nicht, wo mein Zug ist. Ich markiere mir den mal. Ich sehe niemanden. Da hinten. Ach Mann, der ist da um die Ecke. Na gut. Holen wir den ersten Mal raus. Also okay, der weiß, wie man hier hochkommt. Aber. Ich habe auf jeden Fall noch einen zweiten gehört. Dann folgt er mir gar nicht. Okay, doch. Aua. Stopp, stopp, zurück, zurück, zurück. Ah. So, das war Nummer 1. So, mal gucken, wo der zweite ist. Ja, ich hätte gerne so eine Shotgun. Muss womöglich da rein. Ich sehe da hinten schon das rote Ei. Meint ihr, wir können einfach da reinrennen? Okay, das ist noch nicht das Ei. Wir sneaken uns einfach ein bisschen hier rum. Da hinten ist er. Läuft der nur da hin und her? Nein. Okay. Digga, leck mich. Hilfe. Okay, der ist immer noch da. Wir haben uns beide verfehlt. Wieso schießt das Ding so hoch? Danke. Aua. Naja, wir waren zumindest kurz davor, das Rätsel
ohne entdeckt zu werden, zu lösen. Oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist ja noch ein dritter. Dann haben wir vielleicht noch einen Versuch. Okay. Hier geht's nach unten. Okay, hier ist direkt einer. So wie es aussieht, wenn der mich entdeckt, war es das. Gibt's hier keinen zurück. Und ich auch schon Charles. Das heißt, es wird was ganz Knappes, wenn wir draußen sind. Okay, ich markiere mir schon mal den Zug. Okay, die Frage ist, wo läuft der lang? Sobald er uns entdeckt hat, müssen wir einfach durchrennen und hoffen, dass wir ihn ausdribbeln. Wait. Bitte sieht er uns hier nicht. War das ein Fehler, hier hinten reinzugehen? Ja. Mein Gott, was? Bitte lass mich hier hinter verstecken dürfen. Komm schon, Spiel, bitte. Okay, er kommt. Oh mein Gott. Aua. Aua. Okay, da hier ist auch nichts. Aua. Oh no. Wir nehmen einfach das Ei und gehen. Wir haben das Ei. Raus hier. Falsche Richtung. Safe, falsche Richtung. Ja gut. Oh mein Gott. Die Frage ist, wir haben nicht das Ei. Okay. Leben die Typen da drin wieder, ist die Frage. Okay, ich glaube, ich muss einfach, sobald der Typ einmal in die Seite rein ist, direkt durchrennen. Ich glaube, das würde am meisten Sinn machen. Mäßig so. Okay, die anderen leben scheinbar nicht mehr. Gut. Ja, komm, Charles. Nerv mich bitte einfach nicht. Okay, sobald er da rechts reingeht. Gut. Scheiß jetzt einfach mal mies auf. Wait, wir müssen wieder zurück. Okay, nee, dann. Ah, nee, okay. Oben wartet jemand, ich weiß doch. Rote Farbe. So, hier oben wartet jemand, habe ich gehört. Oder war das der andere? Okay, komm. 100 Meter. Bis zum Zug. Okay. Wir haben das letzte Ei. Puh. Rotes, blaues und grünes Ei. Jetzt heißt es nur noch zum Tempel gelangen und dort die Eier reinsetzen, denke ich. Okay, in welche Richtung fahren wir denn? Wir fahren in die richtige Richtung. Ich hoffe, wir fahren noch rechts rum bei der Dings. Roter Zug? Nee. Wir bleiben beim grünen. Zug können wir noch ein bisschen reparieren. Und den Schaden ein bisschen was erhöhen wir auch noch einmal. Dass wir ein bisschen besser mit Charles umgehen können. Ich will eigentlich nicht noch mehr in Schaden reinleveln, weil wir dann vielleicht nicht mehr genug haben, uns zu reparieren.
Deswegen machen wir uns jetzt auf dem Weg zum Finale. Mach ihn fertig. Rufen wir Charles herbei. So. Da ist wieder ein bisschen Patrouille. Ich habe den einen gerade schon gesehen. Kann ich den maybe absnipen? Ich warte jetzt, bis der wiederkommt. Oh mein Gott. Ich habe ihn tatsächlich erwischt. Okay. Dann würde ich sagen, öffnen wir das Schloss. Und setzen hier, denke ich, die Eier rein. Slowly and lay flat on the ground. You'll hurt far too many people if you follow through with whatever you're planning. Oh my God. No! No! You fool! You doomed us all! Hi, Charles. Komm schon! Fahr, Minion! Oh mein Gott! Charles aus der Hölle! Da ist er! Und ich hab die Rackmatte verfehlt hier. Verbrennen Charles aus der Hölle. Kann der überhaupt brennen, Charles aus der Hölle? Macht das überhaupt Sinn? Komm her! Was willst du, Charles, aus der Hölle? Oh, er TP't sich! Hä? Okay. Zug reparieren. Wichtig. Und jetzt wieder brennen. Okay, wie habe ich den verfehlen können? Okay. Feuer. Zug reparieren. Komm schon. Damagen wir Charles. Okay. Feuern wir ihn an. Reddet wir ihn an, was auch immer, Digga. Wann kommen wir denn bei der, Oh mein Gott. Okay, Charles. Oh shit. Er dodge meine Attacke. Brennen. Der Zug, reparieren. Wann kommen wir denn bei der Treppe an? Komm schon, wir haben ihn gleich. Komm schon!
komm schon! Brenn, Charles! Verbrenn! Brenn. Ja! Das war Choo-Choo Charles. Mit einem brutalen Tod haben wir die Spinne aus der Hölle aufgespießt. Holy shit. War das intens. Das ganze Game. Alter. Das. Ich habe keine Worte. War ein cooles Game. Wirklich. Ich würde mir echt wünschen, wenn es einen DLC oder so irgendwann mal geben würde. Stell ich das mal vor, mit zwei Zügen. Wie krank wäre das denn? Und da war tatsächlich Warren Charles, der Dritte. Was? Was hat dieses Outro zu bedeuten? Das frage ich mich. Gibt es noch ein letztes Ei, was wir nicht holen konnten? Würde es doch noch weitergehen? Würde es doch noch den DLC geben? Wie ich gerade gecallt habe? Oder was passiert, wenn wir auf Fortfahren drücken? Das werde ich auch noch gleich testen. Was ich noch sagen wollte, saugeiles Game. Danke für den ganzen Support. Und der Choo Choo Charles ist krass, wie die Videos abgegangen sind. Und ja, vielleicht werden wir nochmal irgendein Horror-Game spielen. Vielleicht werde ich eine Choo Choo Charles Challenge machen oder so im Stream, weiß ich nicht. No Death oder so, hätten wir ja auch fast geschafft. Bis auf den einen Fehler jetzt. Es war sehr schwierig, da safe zu playen. Naja. Mal schauen, was so fortfahren passiert. Hier. Ist das nicht die... So. Ah, okay. Wir sind wieder hier, wo wir Charles rufen können. Ja, gut. Dann wird das auch geklärt. Und unseren Scrap haben wir noch. Mehr oder weniger. Ja, gut. Genau, hier ist die Brücke, die wir, wo wir Charles aufgespießt haben, wa? Genau. Hilfe. Da würde ich auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Nächsten Samstag. Oder im Stream. Und ein letztes Mal. Holy fucking shit.